Ja, du merkst, dass sich da wenig tut innerhalb von seiner Brust. Das heilt nicht zu, aber er schlägt zumindest schwach die Augen auf. Rafim? Naja, der Hurensohn war schneller. Ja, ich hab's gehört. Habt ihr es gewusst? Gewusst? Nein. Also ich würfle eine Menschenkenntnisprobe und verkack die. Es ist auch keine Lüge, weil Zulamin denkt, du fragst sie, ob er ein Ja, Paktierer deswegen. ist. Aber wir haben es vermutet. Deswegen haben wir ihn in Irgendwie den Dämon nicht. eingepflanzt. Nee, Zulamin hat das nicht vermutet. Zulamin hat vermutet, dass er ein Arsch ist und die Mannschaft misshandelt. Aber nicht, dass er Oh. ein Paktierer ist. Ich war in der Stellung bringen darauf hin, wir haben sein Blut. So, wenn du den Mesh dort hinterher schicken willst, du weißt, wo du mich findest. Ja, gut. Mir geht's ziemlich scheiße. Es tut mir so leid, dass ich nicht da war. Ich bin froh, dass du zurückgekommen bist. Irgendwie. Mira, sie hat dich beschützt. Sie wollte mich nicht hereinlassen. Ja, ein braves Mädchen, aber. Wie sind wir zurückgekommen? Ich weiß es nicht. Der Pantilio hat mich mitten in der Nacht geweckt und hat mir eine Kurzfassung gegeben. Offenbar ist Diamantis danach noch zu den Mariksens. Aber wir wissen nicht, was jetzt der Stand ist. Draußen sind Wachen. Ja. Ich weiß nicht, wie sie es geschafft haben, dich zurückzuschaffen. Vermutlich nur durch Miras Hilfe. Verzeiht, Kapitana. Ja. Kapitana, die Wachen wollen nicht reinkommen. Sie wollen sich nicht setzen. Sie sagen, ihr sollt mitkommen zum Grafenpalast. Sollen wir etwas besorgen, damit er. Sollen wir ihn stützen oder auf irgendeine Bahre legen oder so etwas, damit er mitkommt? Oder soll er hier bleiben? Es ist deine Entscheidung, Rafim, aber ich denke, du solltest hier bleiben. Okay, nee, ich werde hier bleiben. Ich bin ja fast tot. Also Rafim ist ja nicht bescheuert. Ja, also sie bringt so ein halbes Lächeln zustande. Ich glaube, du kannst sehr gut auf die Gesellschaft von Rondrigan Paligan verzichten, oder? Er zeichnet sich eher durch seine Unfähigkeit aus als durch sein Talent. Würdet ihr Abel mir zu mir schicken? Ja, vielleicht. Ich weiß nicht, ob er mitkommen sollte, aber ja, ich schicke ihn zu dir. Und sie Ja, das wäre wichtig. genickt. Und solange bist du bei mir an den besten Pranken. Und sie steht auf und geht nach draußen. Sagt einem der Schiffsjungen, holt Abel mir. Jawohl. Einige Und die Augenblicke A später klopft es an der Tür. Meister Abelmir, habt ihr es mitbekommen? Was, wer? Draußen stehen Wachen vom Markgrafen, die wollen euch sehen. Aber erstmal sollt ihr zu Zulamin kommen. So, Jetzt! so, so soll ich also. Ja, alle anderen werden noch gezählt gerade. Es sind alle schon aufgestanden. Gut, ich komme gleich. Ich Ja, schicke da okay. mal auch mal wen zu Serpentilio und. Ja, Boltax ist nicht da. Ja, ich würde dann mich anziehen und wieder zu Raffin gehen. Klopfen vorher und dann die Tür aufmachen. Tür steht wahrscheinlich schon offen. Ja, Mira, alles gut, mein Engel. Setz dich hin. Aber mir, komm der ran, komm der ran. Ja. Hat Zulamin den Raum schon verlassen oder noch nicht?
Nee, ich glaube auch, dass da eine Zwischenstation war. Also Zulamin ist nach draußen gegangen und hat Abelmir, wenn der dann hochkommt, kurz gesagt, die Wachen wollen uns zu Paligan bringen, aber Rafim möchte mit dir sprechen. Du kriegst einen sehr seltsamen Blick von mir. Du kannst ihn nicht richtig deuten, fürchte ich. Können wir uns dafür aussprechen, Rafim? Ja. Du merkst, wie Rafim anfängt, Sprachen zu sprechen, die er sehr selten spricht. Vielleicht hast du ihn sogar diese Sprache noch nie sprechen hören. Rafim fängt an, Rabensprache zu sprechen. Ich weiß gar nicht, ob du die überhaupt beherrschst. Ich? Nein, auf keinen Fall. Rafim schaut in deine etwas fragenden Augen. Schließ die Tür. Ich würde die Tür gehen, die schließen und mal rausgucken, ob da hier keine Lauscher stehen und dann die Tür schließen und mich wieder neben Rafim setzen. Ja, ich würde jetzt anfangen, auf Attakt zu sprechen, weil das kann wenigstens keiner hören. Ja, verstehe ich. Habt ein Auge auf sie. Das werde ich, mein Bruder. Sie hat mich schon einmal belogen. Sie sagt, sie weiß nichts und ich glaube ihr. Aber seid vorsichtig. Sie ist eine geübte Lügnerin, wenn sie aufs Versagen kommt. Das müsst ihr bedenken. Ich würde ihr nicht so ohne weiteres trauen. Habt ihr sie wirklich gefragt, ob sie nichts von dem Paktierertum oder von den Nehmern wusste? Oder was habt ihr sie gefragt genau? Du merkst auch, wie Rafim mit seinem Attack ein bisschen an die Grenzen kommt. Du Hurensohn, guck dich mich an. Und er zeigt auch seine vermutlich immer noch siechende Brustwunde. Das musst schon du machen. Gut. Dann legt euch zurück aufs Bett, auf die Koje. Ja, beim Rausgehen sagt einem der Dukatengardisten Bescheid, er soll mich in 5 Minuten hier einfinden, wenn die anderen weg sind. Gut, das würde ich machen. Ja, ich würde dann meine Hände auf Rafins Brust legen, wahrscheinlich auf die schlimmsten Wunden. Und dann einen Balsam wirken. Du merkst, wie du gerade deine Hand auf Rafims Brust legst und er schlägt sie weg. Verschwindet mit dieser Scheiße. Das hat uns schwach gemacht. Ich dachte, ihr wolltet, dass ich euch heile. Dann merkst du, wie Rafim wieder auf Attack wechselt. Ich hab dir gesagt, warum ich dich hier wollte. Ja. Schau auf sie. Ich werde auf sie aufpassen. Alle drei. Auf alle. Das verspreche ich dir. Nimm Wiesen. Den sage ich laut in Worten. Nimm Wiesen einen Heiltrank, damit ihr schnell wieder zu Kräften kommt. Ja. Ich würde ihn greifen und demonstrativ auf meinen Nachttisch stellen. Na gut. Kommt ihr auf die Beine. Ich schicke euch einen Gardisten. Ja, da würde ich aufstehen, die zur Tür rausgehen, die Tür schließen. Vorher noch einen Blick zu Mira werfen. Und dann die Tür schließen. Ja, du hast selbstverständlich genauso angeknurrt, aber Rafim hat das ja kommuniziert. Dementsprechend hört sie dann auf. Nicht auf dich, aber auf Rafim. Ja, ich war jetzt nur ein Blick, dass sie auf ihn aufpasst. Also. Schiffsjunge, wo seid ihr denn schon wieder? Ja, ich bin hier. Schickt einen Gardisten, einen Dukatengardisten zu Rafim. Er hat es gewünscht. Jawohl. Und sonst soll niemand diese Kabine betreten. Jawohl. Niemand. Ja, das habe ich verstanden. Gut. Ja, dann würde ich aufs Obertrick treten und Flamin suchen. Ja, du merkst wohl noch, wie er kopfschüttelt, irgendwie an dir vorbeigeht. Wie soll ich denn das verhindern? Kapitän, ja, ich muss gestehen, ich bin nicht sicher, warum ihr mich herbeiholen lassen. Weil ich in Anbetracht der Umstände keine Lust habe, allein mit Paligan zu sprechen. Haltet ihr das wirklich für eine weise Idee, mich mitzunehmen? Hinterratet mir. Ja, da kommt er gerade. Ah, da seid ihr ja, Kapitania. Letzte Aufforderung! Kommt vom Chef runter! Nun. Ich glaube, die Wachen werden ungeduldig. Kommt mit. Nun Gott. Im Namen des Markgrafen Rondrian Paligan fordern wir euch auf, eure Waffen abzugeben.
Ihr würdet doch einem alten Mann nicht seinen Gehstock wegnehmen wollen. Er schaut dich an, wie du da dich verhüllt hast, so schwer gezeichnet vom Leben. Habt ihr ein Schwert an eurer Seite? Wartet. Der Metelio hebt die Hand und ruft sein Mannschwert zu sich zurück mittels Abort. Ein Diamantes hat das noch. Okay. Dauert eine Weile, das oder? Das dauert, ja. Also du kannst es rufen, aber es kommt halt noch nicht. Ach komm, das dramatisches Timing, das zählt. Oh, nee, das dauert noch, bis es bei dir ist. Okay, dann kommt es, wenn wir bei Palegan in der Schreibstube sitzen, das ist auch okay. Kannst den Apport ja auch dann irgendwie vorher fallen lassen und dann später nochmal rufen, aber du hast keine Waffen in der Hand gerade jetzt. Nee. Ich würde dann meine Säbel dann zurück in meine Kabine bringen und irgendwie an Bord kommen, an Deck kommen. Ja, was mit Sulamin? Ja, dann lasse ich meine Waffen auch da. Schön, dass ihr vernünftig seid. Und jetzt kommt mit, folgt uns. Ja, die Wachen sind mit Hellebarden ausgerüstet, die sie dann wohl auch zu benutzen scheinen. Markgräfliche Hellebardiere, die hier herumlaufen. Und so werdet ihr dann ohne viel Aufmerksamkeit vom Hafen in Richtung des gräflichen Palastes geführt, an dem ihr ja schon am letzten Tag zweimal wart und dann wieder eingelassen, wo ihr Rondrigan Palligan samt einem Rat sitzen sehen könnt. Scheint wohl auch der Rat zu sein, der Rat der Stadt, wo normalerweise jetzt auch Villa drin sitzen würde. Varmarix sitzt zwar nicht dort, aber Jodormarix, neben noch ein paar weiteren Leuten, die ihr bisher nicht gesehen habt, sitzen allesamt an einer großen Tafel und schauen euch teilweise müde, teilweise sehr verärgert an. Und Rondrigan Palligan ist so der Einzige, der noch müder aussieht als die anderen, aber so ein halbes, die letzte Spur von Freundlichkeit, mit der er dann gerade auf die leeren Plätze weist, wo ihr euch dann hinsetzen sollt. Diesen Jodormarix haben wir noch nicht persönlich getroffen, oder? Doch, den habt ihr bei dem gestern. Der war auch beim Abendessen. Genau, Ratsherr der Perikumer Rat, Jodormarix, der saß eins unter Hüvilla. Das ist also der Bruder von ihr. Guten Morgen zu solch früher Stunde. Ich bin mir sicher, ihr könnt euch denken, warum wir euch hierher bestellt haben. In Teilen, allerdings nicht zur Gänze. Gut. Was ist geschehen? Dann werden wir euch aufklären. Es fing gestern Abend damit an, dass wir zu dem Haus, zu dem Kontor der Familie Marix geeilt sind, wo sich wohl ein Einbruch ereilt hat. Und die Spuren des Einbruches waren relativ deutlich. Und zwar sowohl vor den Fenstern als dann auch eben im Inneren. Es war sehr viel verwüstet und wir haben in einem der Zimmer die Leiche von der geehrten Hüvilla Marix Fuchsecker gefunden. Einstmals selbst Ratsherrin dieser Stadt und Schwester von Jodormarix zu meiner Linken. Weshalb befragt ihr uns, wenn etwas im Hause Marix passiert? Nun, ich war noch nicht fertig. Wir fanden die Einbruchsspuren und konnten dann mit der Hilfe der Familie auch in ihren Sachen ein Schreiben sicherstellen, was uns vorliegt. Er tippt dabei einmal auf eine große Unterlage, die vor ihm liegt und wohl auch vor den anderen vorliegt, die da wohl als Ratsherren sitzen. In diesem Schreiben hat sie Tagebücher, Einträge gesammelt. Teilweise aus der Zeit, mit der sie Abenteuer mit euch erlebt hat. Nicht nur in Alanfa, wo sie einen Giftmörder beschreibt, sondern auch in Yanka, wo sie einen Kult von Kannibalen beschrieben hat, der in der Stadt geweilt hat. Offenes Abschlachten. Nun, sie schreibt viele Dinge mehr, die wir die letzten paar Stunden durchgeackert haben.
aber sie hat auch einen Brief hinterlassen, den sie wohl einige Tage vor ihrem Ableben hat verfasst. Sie fürchtet sich, und zwar recht deutlich vor Diamantes Monterey, der wohl in ihrer Anwesenheit einen ehemaligen Offizier erschossen hat, und zwar kaltblütig hingerichtet hat auf dem Schiff und später dann die Leiche entsorgt hat. Er hat ihr dann gedroht, und zwar noch innerhalb der Stadt, woraufhin sie sich auf sein Anraten hin zurückgezogen hat. Diese schwere Anschuldigung, habt ihr dafür irgendeinen Beweis? Die Wachen haben ihn gesehen. Und die Spuren des Einbruches passten wohl zu eurer Handschrift. Nun, ich fürchte, in dieser Stadt wird öfter eingebrochen, nicht wahr? Aber nicht mit magischen Hilfsmitteln. Wie kann eine Wache ein magisches Hilfsmittel erkennen? Nun, erklärt mir ein gewaltiges Loch, was vor dem Fenster klafft, in das sich der Zwerg hineingestürzt hat. Ich könnte euch 3 oder 4 verschiedene Methoden aufzählen, ein solches Loch zu erzeugen. Das Loch klaffte aber bei der letzten Patrouille nicht. Nun, wie wurde es geschaffen? Die Wachen sagen, dass der Zwerg versteinert hinuntergesprungen ist. Nun, oder gefallen. Etwas an den Haaren herbeigezogen. Wenn er zu Stein wird, dann bleibt er für mich Stein, nicht wahr? Nun, er hat sich danach wieder entsteinert. So die Worte der aussagenden Wachen. Zudem haben wir Blutproben auf den Steinen vor dem Fenster gefunden. Er wurde von 2 Bolzen getroffen. Nun konnten wir selbstverständlich Diamantas selbst nicht aufspüren bis zum aktuellen Zeitpunkt. Das wird allerdings noch geschehen, und wenn wir die Bolzen in seinem Rücken und die Wunden zuordnen, wie gesagt, er wurde beim Einbruch erwischt, und sowohl er als auch der Zwerg. Und das Schreiben von Hyvilla deutet ganz klar auf Diamantes hin. Was mich interessieren würde, wäre, warum sollte Diamantes Hyvilla Malik Soxegger in denen ausgerechnet jetzt umbringen? Was sollte sein Motiv sein? Weil er jetzt in der Stadt ist. Normalerweise würden wir einen Helden wie ihn ja auch nicht verdächtigen, wenn er mit euch herumläuft. Zum Glück haben wir diese Schreiben und die Tagebücher, die gesammelt worden sind. Und warum aber hat er sie nicht einfach umgebracht, als es für ihn opportuner war? Weit weg von hier und der Machtbasis ihrer Familie. Warum sollte er warten, bis er jetzt hier ankommt und sie dann, ohne für mich ersichtlichen Grund, umbringen? Weil sie Ratsherrin der Stadt ist und diese Mauer nicht mehr verlässt. Nun, sie ist hier gebunden. Deswegen noch einmal die Frage. Sie hätte in Kunstschung auch sterben können, nicht wahr? Warum hat er das dort nicht getan? Nun, die Motive von einem Mörder muss ich nicht herausfinden. Aber selbstverständlich doch. Er muss seine Unschuld beweisen. Nun ist er allerdings nicht hier. Und nachdem wir ihn eigentlich dingfest machen wollten, kurze Zeit später gibt es einen weiteren Vorfall, den wir mit Zeugen ein weiteres Mal bestätigen können. Er hat Leute der Flottenakademie umgebracht, später die Rotze auf das Haus der Mariks ausgerichtet und Ola erschossen. Wer bezeugt, dass Diamantes irgendwelche Gardisten umgebracht hat? 2 Fähnriche der Flottenakademie. Sie waren dabei? Haben überlebt? Sie haben überlebt, sie haben ihn gesehen, ja. Ihr habt also keinen Verdächtigen, keine Motive, keine Beweise für irgendetwas. Und nichtsdestotrotz zerrt ihr uns am allerfrühesten Morgen hierher auf Basis von Hörensagen? Habt ihr zugehört? Ich schlage vor, dass die Herren erst einmal einen Verdächtigen produzieren. Oder, was das angeht, einen Leichnam. Oder einen Beweis. Nun, wir haben Hinweise noch und nöcher. Wir haben gesehen, wie Zeugen ausgesagt haben, sowohl die Wachen, die ihm den Bolzen in den Rücken geschossen haben, als eben auch diejenigen, die ihn von der Flottenakademie haben weglaufen sehen. Wie es den Herren sicherlich aufgefallen sein dürfte, ist keiner der Anwesenden Diamantes Monterey. Das ist mir schon klar, aber ihr wisst, wo er ist. Ihr lauft doch mit ihm herum, ihr seid doch hier angekommen mit eurer Avianda. Ich persönlich habe den Mann seit dem gestrigen Tage nicht mehr gesehen.
Aber ihr müsst doch wissen, wo er hin ist. Ich verzeiht mir, aber ich bin leider ein sehr unbegabter Hellseher. Nun, ich weiß wirklich nicht, wie das mit euch Abenteurern ist, aber ihr schließt euch normalerweise zusammen und erlebt dann gemeinsam eure Abenteuer dort draußen auf der See. Dann werdet ihr auch wohl miteinander reden und sprechen. Ihr kennt doch Seeleute, sie sind wirklich vergängliche Kumpanen. Können wir die Leiche sehen? Von der Villa Marix Fuchsecker? Nein. Können wir die Leiche von Ola Marix sehen? Nein. Wurde die Leiche denn von unabhängigen Quellen untersucht, vom Boron-Tempel? Die Leichen sind beim Boron-Tempel, selbstverständlich. Zumindest das, was noch von ihnen übrig ist. Und was war die genaue Todesursache? Ein Schuss mit einer Rotzenkugel. Nun. Was Ola Marix angeht, aber doch nicht die Villa, oder doch? Nein, die wurde erstochen mit einem Dolch. Nun, dies könnte jeder sein, gemacht haben. Noch einmal, wir haben Zeugen, die Diamantes gesehen haben. Er ist geflohen und aus dem Fenster gesprungen und sie haben Bolzen in seinen Rücken geschossen. Ihr habt keinen Zeugen, der gesehen hat, wie Diamantes die Villa Marix erstochen hat, nicht wahr? Aber er ist dann ihr habt nun wirklich einen Stein bei mir im Brett, als ihr mich damals aus der Wildermark gerettet habt, aber haltet mich nicht zum Narren. Ich schlage vor, dass ihr zunächst erst einmal euren Angeklagten produziert. Bis dahin erscheint mir dies sehr reichlich fruchtlos zu sein. Ihr könnt gerne unser Schiff durchsuchen, ihr werdet ihn nicht finden an Bord. Das wissen wir, dass er nicht scheint uns der Mann abhanden gekommen zu sein. Wir wissen, dass er nicht an Bord von eurem Schiff ist. Das wurde bereits festgestellt. Ich will wissen, wo er jetzt ist. Nun, ich kann euch versichern, dass ich nicht weiß, wo er jetzt ist. Ich kann es euch gerne herausfinden, wenn ihr so geneigt seid. Wie? Oh, selbstverständlich wäre dafür nur eine winzig kleine Dämonenbeschwörung nötig. Ich bin mir sicher, ihr könnt mir die Schreibstube hier für einen Beschwörungskreis zur Verfügung stellen. Ja, hier. Schaut so ein bisschen fassungslos Abelmi und Zulamin an. Ich werte das als nein. Dann werdet ihr ihn wohl auf die herkömmliche Art und Weise finden müssen. Unsere Männer suchen bereits nach ihm. Dann lasst uns doch gerne wissen, wenn ihr ihn habt. Wir helfen euch gütigst der Weise und allerfreudigst bei der Identifizierung seines Leichnams. Denn den werdet ihr zweifelsohne nach Hause bringen müssen. Alles andere kann ich mir nicht vorstellen. Ihr seid entlassen. Es tut mir leid, dass wir euch nicht helfen konnten, aber wir wissen wirklich nicht, wo er ist. Mein Markgraf, ist das wirklich euer Ernst? Ihr wollt diese Mörder jetzt gehen lassen? Sie hecken doch alle zusammen unter einer Decke. Sie haben meinen Vater und meine Schwester ermordet und ihr lasst sie gehen? Ruhe, Marix! Hütet eure Zunge. Überlegt euch, wenn ihr hier beschuldigt. Zulamin, ich möchte jetzt von euch auch kein Wort mehr hören. Ihr seid entlassen, geht bitte. Provoziert jetzt auch nicht noch Yodor. Gut, dann gehen wir. Kapitän, ja? Ja. Ich dachte, wenn wir dann draußen sind oder das Gebäude verlassen haben, wo halt auch immer ruhig Ort ist. Vielleicht möchtet ihr doch nochmal darüber nachdenken, ein wenig, sagen wir, Ungewissheit zu streuen. Ansonsten, ich werde mal der Annahme nachgehen, aber mir kann mich da bestätigen, dass eine Leichenbeschauung im Boron-Tempel gestattet zu bekommen ein Ding der Unmöglichkeit ist. Ich denke nicht, dass sie uns vorlassen werden. Von daher sehe ich absolut keine Möglichkeit, die Anschuldigung der Ermordung der Villa Marix Fuchsecker an der richtigen Stelle anzuheften. Und muss gestehen, ich sehe keine weitere Handhabe, die wir gegen die Familie aufbringen können. Der gute Willen des, wie ist der noch gleich? Des Ballingans dort oben scheint nach und nach aufgebraucht zu sein. Eine Sache müsst ihr beide mir erklären. Warum habt ihr nicht einfach gesagt, dass auch wir von Diamantes verraten wurden? Es ist die Wahrheit. Und dann, Kapitania, was hilft es uns? Oh, wir haben Wochen, vielleicht Monate lang mit einem Paktierer an der Seite gereizt und gestritten? Welches Licht wirft das auf euch und eure Einschätzungsfähigkeit? Und wer sollte es euch glauben, was das angeht?
Schließlich ist der allererste Satz, den Mitverdächtige immer aussprechen. Nein, ich kannte den Mann nicht. Ich habe ihn nur einmal getroffen. Nun, genau das habt ihr beide gerade getan. Wenig glaubwürdig, wie ich sagen muss. Also, warum? Warum habt ihr das nicht getan? Warum habt ihr uns nicht die Wahrheit erzählt? Die Wahrheit worüber? Über Diamantis, seinen Dämonen und seine Machenschaften von Serpentilio? Ich hielt es nicht für nötig, euch zu unterrichten. Schweigt, ich rede mit Sulamin. Also, warum habt ihr uns nicht aufgeklärt?